Willkommen bei Gesichter des Sports. Mein heutiger Gast ist oder war ein Dauerbrenner in Ihrem Sport, Julia Renner vom VfL Oldenburg. Hallo Julia. Hi. Schön. Etwas angeschlagen von eurer Saisonabschlussfahrt noch, aber soweit ganz gut. Ja, oder? Aber soweit geht es mir gut und ich bin auch fit, ja. Ja. 17 Jahre und nicht nur 17 Jahre im VfL, sondern 17 Jahre im Bundesliga-Kader. Unglaubliche Zahl. Wie schafft man das auf so hohem Niveau, 17 Jahre lang? Ich glaube, das hat einfach ganz viel mit Ehrgeiz und irgendwie auch Leidenschaft zu tun, weil also ich spiele halt einfach unheimlich gerne Handball und ich habe da, glaube ich, auch immer viel für investiert. Mhm. Und also die ersten Jahre war ich zwar im Kader, aber habe jetzt ja nicht so viel gespielt und ich glaube, ich habe mir meine Rolle, die ich jetzt zum Schluss hatte, also musste und habe ich mir auch hart erarbeitet und dafür einfach viel getan, das aber auch immer gerne getan. Und ich glaube, so kommt das dann irgendwie zustande. Mhm. Und am Ende musstest du ja sogar noch ein bisschen mehr tun, durch die Regelungen dann. Auf einmal musstest du Sprinterin noch werden, was ja vorher nicht so der Fall war. Ja, das ist halt echt so eine Sache, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Unsere Trainingseinheiten sahen dann auch teilweise ein bisschen anders aus, weil wir Torhüter dann halt auch die Sprinteinheiten mit unserem Athletiktrainer zum Beispiel mitmachen mussten. Oder wenn wir dann im Training haben, wir das natürlich auch mal geübt, da die Belastung ist dann halt ein bisschen anders. Vor allem, wenn man dann nach dem Sprint wieder ins Tor kommt, hat man ja nicht die Ruhe, die man vorher also eigentlich hatte, um sich zu konzentrieren. Genau. Und das muss man echt ein bisschen, das war schon am Anfang auch ein bisschen eine Umstellung. Und ich bin jetzt halt, glaube ich, kein Sprinter-Typ. Also ich bemühe mich natürlich trotzdem. Aber dann bin ich immer auch ganz dankbar, wenn die Feldspieler rechtzeitig rauslaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann wird es nur eng, wenn die Feldspieler nicht rauskommen. Ja, das stimmt. Früher haben wir Torhüter immer gesagt, ich brauche doch keine Ausdauertraining, ich muss ja nicht laufen. Ne? Ja, obwohl das war bei mir noch nie so. Ich bin immer gern gelaufen und ich war auch eigentlich nie ein schlechter Läufer. Also das war jetzt nie so, wenn du jetzt meine Trainer fragen würdest, es war nie so, dass ich hinten gelaufen bin. Also eigentlich auch, okay, bei Schnelligkeit ist es natürlich so, da waren die meisten schon, da war ich nicht Letzter, aber jetzt auch nicht vorne. Also bei den Ausdauereinheiten war ich jetzt gar nicht so, ich würde mal sagen, im Schnitt war ich, glaube ich, eher im Mittelfeld. Also da bin ich jetzt nicht unbedingt hinten mitgelaufen. Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, es heißt immer, man läuft ja nicht. Aber um 60 Minuten wirklich sich voll zu konzentrieren, das geht nicht ohne Kondition, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil ich meine, also ich hüpfe dann zwar eher am Tor, da mache irgendwelche Bewegungen, aber einfach diese Grundlage, die muss halt einfach da sein, sonst hält man 60 Minuten nicht durch. Auch wenn man sagt, ja, 30 Minuten davon stehe ich ja quasi nur rum, weil dann sind die anderen ja im Angriff, wenn man das so sehen kann. Aber es ist halt einfach, also es ist einfach eine andere Belastung als die Feldspieler haben. Und ich muss halt also wirklich unheimlich konzentriert sein. Und die darf halt auch nicht verloren gehen, wenn ich mich irgendwie mal angestrengt habe oder so. Oder vor allem auch, wenn der Gegner vielleicht mal langsam hin und her spielt, so, dann muss ich mich auch 3-4 Minuten einfach nur auf den Ball konzentrieren und dem hinterher gucken. Da kann man den Fokus ja dann auch nicht verlieren. Also das ist schon gut, wenn man eine Grundlage auf jeden Fall irgendwie hat. Ja, das ist ja immer dieser Vorurteil. Man muss ja nicht, oder auch bei Denksport, da hört man ja auch dann teilweise, die wirklich joggen gehen, um sich überhaupt konzentrieren zu können. Das wird, glaube ich, unterschätzt, was man da an Konzentrationsfähigkeit braucht. Ja, das denke ich auch, weil, also wie gesagt, ich glaube, ich sehe nach dem Spiel mindestens genauso durchgeschwitzt aus wie die eine oder andere Spielerin von uns, obwohl ich an Metern natürlich nicht so viel zurücklege, ne? Aber anscheinend ist es trotzdem anstrengend. Ja, das denke ich mir. Ich meine, wenn man die ganze Zeit da sitzt und immer gucken muss, du kannst ja nicht mal eben gucken, oh, guck mal, ob da Tante Martha auf der Tribüne sitzt oder sowas, sondern du musst ja immer den Ball im Blick haben. Genau. Ne? Und am besten hast du vielleicht auch noch ein paar andere Sachen im Blick, so nebenbei sozusagen, zumindest hier auf dem Spielfeld. Das ist schon echt, also wie gesagt, da muss man sich gut konzentrieren können und ja, dafür ist das auf jeden Fall wichtig, dass man dann auch eine gute Grundlage hat. Also hat sich das Torwartspiel hat sich in deinen 17 Jahren auch ordentlich verändert, oder? Ja, gerade durch diesen siebten Feldspieler ist diese halt Komponente mit, dass der Puls hoch ist und man dann trotzdem direkt in die Aktion gehen muss. Das ist halt schon irgendwie, also wenn man den dann viel spielt und wir spielen den ja relativ viel, ist das schon echt ein bisschen anders, muss man wirklich sagen. Ja, jetzt nochmal zurück. Es hätte ja so gut gepasst, Abschied vor eigenem Publikum und sonst was. Und dann musstest du doch noch eine Auswärtstour machen. Ärgerlich, oder? Wie nochmal? Du musstest nochmal eine Auswärtsfahrt machen zum Abschluss. Ach so. Ja, ehrlich gesagt, also ich hatte einen wunderschönen Abschied hier bei uns in der EWE Arena. Bin ich auch ganz dankbar für und das war auch sehr rührend und emotional. Aber leider war unser Spiel nicht so gut. Und davon her war ich wirklich dann doch noch sehr froh, dass wir mit dem Final Four abschließen konnten und ich finde, wir haben uns da wirklich richtig gut präsentiert. Es hat einfach so viel Spaß gemacht und dann, das ist einfach ja auch ein Highlight. Ne? Ich glaube, das ist für jeden Sportler, also für jeden Sportler, der dahin darf, ist das ein Highlight
Und so dann nochmal seinen Abschluss zu finden, war für mich natürlich dann auch total schön. Erstmal der Aspekt, dass ich dann halt, also dass wir, finde ich, wirklich zwei wirklich gute Spiele hingelegt haben. Mhm. Und dann die Atmosphäre da ist halt auch nochmal einfach ein bisschen besonders. Ne? Es sind einfach, also es ist halt einfach der DHB-Pokal, ne? Final Four, so das ist special. Und das, also das merkst du auch im Team, das merkst du auch in der Halle. Und ich muss auch sagen, wir hatten ja wirklich riesengroße Unterstützung da. Ne? Also es waren ganz, ganz viele Fans da, Familie war da, Freunde, war, also die waren auch nochmal da. Und davon her war das für mich dann nochmal ein, quasi das Sahnehäubchen so als Abschied einfach. Ja, besser hätte man den Abschluss gar nicht planen können. Ne? Ja, also das war für mich schon wirklich, wirklich schön. Ich wurde auch danach gefragt. Noch besser wäre natürlich der Pokalsieg gewesen. Das war diese Saison aber wirklich, wirklich schwer. Und wie gesagt, ich finde, mal, wir haben uns super. Ich denke mal, in Bietigheim kann man diese Saison verlieren. Das ist okay, denke ich auch. Und ich glaube, wir haben uns trotzdem auch im Finale gut präsentiert davon her. Also ja, es kam ja Lob von allen Seiten eigentlich. Genau. Ne? Und ich denke mal, das ist das Wichtigste. Und ich sage mal, gerade Stuttgart, da hast du ja auch einen deiner größten Erfolge feiern können. Mhm. Das ist ja noch mal dieser extra Kick. Ja, genau. Und vor allem, das ist echt, man läuft dann da schon in die Halle rein. Auch wir haben dann, naja, Freitag trainiert. Und dann fängt das Kribbeln schon wieder an irgendwie, so, weil man dieses Gefühl irgendwie noch so in sich hat. Und das kommt dann auch gleich wieder hoch. So. Und das, also das ist halt auch einfach total schön dann. Ne? Aber wie war für dich dieser Sonntag? War das für dich jetzt auch vorher schon, wo du wach geworden bist und deine ganzen Routinen abgespult hast, so wie vor jedem Spiel oder war es doch schon ein bisschen anders? Weil du wusstest, jetzt nach dem Spiel ist wirklich Schluss. Ja, Sonntag war das schon ein bisschen auch vor dem Spiel. Da hatte ich schon den einen oder anderen emotionalen Moment. Und dachte so, wow, also ne, jetzt ist es halt wirklich so weit, weil das war auch so, nach meinem letzten Spiel hier in der Arena, das war für mich auch sehr emotional, aber da dachte ich so, naja gut, da kommt ja noch was, da kommt auch noch was Wichtiges, auf das muss ich mich auch noch vorbereiten und da möchte ich nochmal alles raushauen so. Das war noch nicht so der richtige Schluss und dann am Sonntag dachte ich so, okay, wow, das ist jetzt wirklich mein letztes Spiel und das, ja, war schon komisch auch irgendwie. Allerdings, wenn man dann auf dem Spiel, also sobald das Spiel losgeht, ist das ja, ne, das dann ist man, ja, dann ist man echt im Spiel, oder wenn es gut läuft, ne, dann ist man wirklich im Spiel und dann ist alles andere auch egal. Aber danach war es dann natürlich, dann ja, floss auch die eine oder andere Träne, weil es dann halt, also irgendwie habe ich mich gefreut, ne? Irgendwie war ich traurig und irgendwie war ich einfach durcheinander und wusste irgendwie nicht so ganz genau, wohin mit mir. Ja. Kam zu viel auf einmal dann, ne? Ja, irgendwie. Weiß ich auch nicht. Also es war total schön. Ich habe jetzt nicht, ne, so nicht geweint, weil wir nicht gewonnen haben oder so, sondern es war einfach zu viel auf einmal dann irgendwie. Ja, das ist ja da, ja, es ist ja ein Lebensabschnitt, der weggeht. Es ist ja nicht beim Hobbysportler vielleicht okay, der macht dann irgendwas anderes oder so, aber das ist ja doch schon sehr intensiv, was du gemacht hast. Ja, und davor muss ich auch sagen, habe ich jetzt auch ein bisschen Respekt. Also Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber Respekt. Ich habe ganz viele Sachen, die ich jetzt wirklich auch machen will und die ich mir vorgenommen habe. Aber es ist halt schon so, dass die 17 Jahre war mein Leben halt einfach ja auch getaktet und ich konnte mich dagegen in dem Sinne ja auch nicht wehren. Das war so und ich habe das gerne gemacht. Und es hat mir immer jemand vorgegeben, wie das dann strukturiert ist, auch eigentlich so mein Tagesablauf, weil ich ja alles immer, also ich wollte beim Handball immer 100% geben und habe darauf hingearbeitet, dass es da immer gut läuft und davon her habe ich mehr oder weniger ja alles fast danach ausgerichtet, so, ich, keine Ahnung, du musst Dinge absagen, du kommst immer, wenn irgendwie Verabredungen sind, musst du immer sagen, ja, ich komme nach dem Training und so, die Wochenenden sind ja irgendwie auch immer verplant und so, das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie anstrengend, auf der anderen Seite natürlich auch einfach, weil du musst, also im Endeffekt musst du dich ja um nicht viel kümmern, nee, weil du weißt, das und das muss ich erledigen. Du musst nur pünktlich da sein. Ne? Genau. Und das wird jetzt natürlich, also eine krasse Umstellung, glaube ich, auf jeden Fall. Das glaube ich. Du hast auf einmal Zeit, wo du dich selber verplanen musst und auch noch selber die Entscheidung treffen musst, genau. Mache ich das oder mache ich es nicht. Vorher konntest du sagen, nee, das kann ich nicht machen, weil ich habe morgen Spiel oder sonst was. Ja, genau. Das ist schon ein Unterschied. Aber jetzt muss er ja erstmal abtrainieren auch noch, ne? Ja, genau. Ich werde auch auf jeden Fall, also ich liebe es auch einfach, mich zu bewegen. Ne? Also ich werde jetzt nicht aufhören und irgendwie nur auf der Couch sitzen. Aber ja, aber dann ist es, ich mache es dann halt freiwillig und ich mache das, was ich machen will und muss mir dann aber auch die eigenen Sachen suchen, so die ich machen will. Weil beim Training ist es natürlich auch so. Manchmal ist das Training gut, manchmal ist es nicht so gut so. Aber ne, das so im Tritt Großen können jetzt mein Hintern. Ja, genau. Und ich glaube, ich bin eigentlich schon so ein Typ, mir tut das manchmal auch, also ich bin schon recht fleißig, aber manchmal ist es auch gut, dass jemand mal sagt, boah, jetzt reiß ich echt mal zusammen so, ne? Das ist schon, also ich glaube, das tut den meisten Menschen eigentlich auch ganz gut. Kann ich von mir selbst auch sagen. Das ist, manchmal braucht man einfach jemanden oder auch wenn man sich mit jemandem verabredet. Genau. Weil so. Alleine, nee, ach, das Wetter ist dann doch nicht so gut und das ist dann...
braucht man doch ein bisschen Zwang, ne? Aber ich glaube, ich werde schon was finden. Ich werde auf jeden Fall mit CrossFit anfangen und das ist dann ja auch in so einer Gruppe. Mhm. Habe ich ja zwischendurch noch ein paar Mal gemacht, haben wir auch mit der Mannschaft ein paar Mal gemacht, aber dafür ist zum Beispiel zwischen dem normalen Krafttraining, was ich absolvieren muss, und dem Handballtraining war da auch eigentlich keine Zeit, immer nur wenn wir mal wirklich ein komplett freies Wochenende hatten oder so. Was auch zu anstrengend ist, ne? Ja, genau, also, weil das passt dann nicht wirklich in den Trainingsplan und sowas kann ich jetzt machen. Und also ich mache auch generell gerne Krafttraining. Ich werde, glaube ich, mal wieder ein bisschen mehr laufen, weil so die Laufeinheiten, also ja klar, wir laufen in der Halle, aber so Joggen draußen ist an sich. Ist was anderes, ne? Genau, war auch jetzt länger nicht mehr. Und mal gucken, also ich werde das schon Sachen finden, aber es ist jetzt schon irgendwie komisch einfach, ne? Und ich, ja, jetzt kommt halt irgendwie was Neues auf mich zu und damit muss ich mich dann auch erstmal irgendwie zurechtfinden. Ja, das ist, wie gesagt, ein Lebensabschnitt, der jetzt im Grunde genommen wirklich komplett neu ist. Genau. Jetzt warst du ja eigentlich Anfang der Saison sozusagen die Letzte von denen, die da waren, als du angefangen hast. Aber am Ende der Saison sah es dann anders aus. War das für dich auch nochmal was Besonderes, dass Tatjana auf einmal mit im Kader war? Ja, das war irgendwie schon, also das war schon cool. Irgendwie habe ich mich echt richtig gefreut, weil, also damals war das ja so, also als sie gekommen ist, ich war klein, ich war schon noch jünger auf jeden Fall, ne? Und das war so, die war ja auch einfach eine richtig heftig gute Torhüterin, so, ne? Dann, ja, klar. Also ich weiß nicht, das war jetzt irgendwie cool, dass wir zusammen jetzt irgendwie so auch auf Augenhöhe dann gesprochen haben und uns auch, also so, wir haben halt auch irgendwie so viel kommuniziert, weil ich weiß, also sie hat quasi auch das Gleiche gelernt wie ich, weil sie auch ganz viel unter Sascha trainiert hat. So, und das war irgendwie, also ich habe mich irgendwie gefreut, das war schon cool. Also natürlich war das Mist, dass Nele sich verletzt hat, so, ich meine, das wünscht sich keiner, denn davon mal ganz abgesehen, aber die Situation war dann halt nun mal leider so und dann war das, glaube ich, eine gute Option, würde ich sagen. Ja, du warst ja die letzte Europapokalsiegerin im Team und dann kam dann doch nochmal zum Abschluss nochmal jemand aus deiner Vergangenheit sozusagen damit rein. Ne? Ja. Das kann ich mir vorstellen, hat schon so ein bisschen. Ja, das war ganz schön. Ja, Europapokalsiegerin, dreimalige DHB-Pokalsiegerin und einmal den Supercup. Da kann man schon drauf stolz sein, oder? Ja, doch, das denke ich auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hab schon ein bisschen was geleistet. Also ich bin auch wirklich stolz drauf. Aber es gibt halt so ganz viele Momente, dann, die man so unheimlich genießen kann, die man auch einfach dann nicht vergisst. Und auch gerade auch die Leute, die man dann kennengelernt hat einfach. Ne? Ich habe mit vielen, mit denen ich dann jetzt den Challenge Cup dann geholt habe oder den einen oder anderen DHB-Pokal, sind halt einfach richtig gute Freunde geworden. Ne? Und das ist irgendwie so das... Also weiß nicht, wir haben uns so auf dem Weg quasi gemeinsam zusammen begleitet, wenn man das so sagen kann. Und das ist halt auch einfach so diese Erinnerung und die Menschen, die man kennengelernt hat, das bleibt halt einfach, ne? Das ist einfach richtig schön. Ja, du bist ja damals, als du gekommen bist, gab es ja auch einen neuen Trainer beim VfL. Wobei du so sehr wenig Trainer erlebt hast. Ist das mit ein Grund, warum du auch so lange hier geblieben bist? Weil da eine Kontinuität im Trainerteam auch war? Ja, also ich glaube... Für mich, also das glaube ich total personenabhängig, aber für mich war das, glaube ich, gut oder mir gibt das halt einfach Sicherheit und ein gutes Gefühl. Ich weiß, was ich habe, ich weiß, worauf ich mich einstellen kann. Man weiß natürlich auch, was man dann eventuell nicht hat, weil keiner ist perfekt, so. Aber ich glaube, ich habe es mit meinen Trainern, die ich hatte, jetzt schon ganz gut getroffen. Davon her kann ich mich wirklich nicht beschweren und bin auch recht froh, dass das so gekommen ist und bin auch dankbar, dass das sich nicht irgendwie jetzt jedes Jahr geändert hat. Ja, das im Kader sah es ja anders aus. Da habt ihr leider jedes Jahr fast 4-5 Wechsel gehabt. Ja. Und andere Torhüter hast ja da sozusagen viele verschlissen. Ne? Ja, wenn man das so sagen kann, schon, ja. Da sind so einige, ich will jetzt nicht sagen, dass sie wegen dir gegangen sind wieder, aber du hast schon einige, an denen man sich dann wieder gewöhnen musste. Ne? Genau. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin eigentlich ein ganz kommunikativer Mensch und eigentlich auch recht offen, würde ich behaupten. Ich glaube, das hat mit den meisten einfach wirklich auch ganz gut geklappt. Müsste man die anderen jetzt vielleicht fragen, so, aber... Ja. Also für mich war das auf jeden Fall in Ordnung, so, ne? Ja, das ist... als du jetzt nach Oldenburg gekommen bist, du bist ja durch Maike Balthasar hingekommen, die war deine... Du hast ja auch Jugend- oder Juniorennationalität? Nee, Jugend. In den Junioren habe ich dann nachher noch ein paar Mal mitgemacht, aber da war ich jetzt nicht fest im Kader, weil das auch eigentlich nicht mein Jahrgang war. War ein bisschen kompliziert, aber... Da war sie dann deine Trainerin. Genau. War Maike dann auch so ein... War das mit ein Grund für dich, hier hinzukommen, oder? Ja, das hat mir natürlich unheimlich geholfen, weil ich schon wusste, also wie das hier so ist,
Und ne, ich war dann hier ja auch und habe mir das angeguckt. Und Maike hat mir dann halt auch geholfen, mich hier bei der Schule anzumelden und so. Und dann, also mit ihrer Tochter habe ich mich dann auch halt gleich ganz gut verstanden. Dann hat man hier halt gleich so ein bisschen Anbindung, ne, mit Kim Balthasar. Und aber für mich war halt auch so, ich bin ja mit Kimi zusammengekommen. Und Kim und ich kannten uns halt aus der Jugendnatio auch schon ganz lange, also ungefähr seitdem wir 12 sind so. Und das hat es für mich wesentlich einfacher gemacht, als sie dann hier unterschrieben hatte, weil ich doch schon, ich wollte eigentlich nicht so gerne von zu Hause weg, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber irgendwie musste ich ja, wenn ich das mit dem Handballspielen halt verfolgen will, so. Ja, der nächste wäre, was wäre das nächste Buch? Ja, Buxtehude, aber da hätte ich auch nicht fahren können, also das so, ne? Und dann war ich echt ganz froh, dass Kim hier auch unterschrieben hat und dann konnte ich. Wir reden ja von Kim Birke. Ja, genau. Weil wir von Kim Balthasar schon. Ach so, ja, genau, von Kim Birke. Und dann, ja, konnte ich das auch guten Gewissens dann machen. Am Anfang warst du dann noch dritte Torhüterin, ne? Ja. Ja, aber da habe ich noch viel dann auch in der zweiten gespielt, was auch immer mega cool war. Also natürlich hätte ich gerne sofort auch in der ersten gespielt, aber es war mir schon klar, wenn ich herkomme, dass ich hier jetzt nicht gleich Nummer 1 werde oder so, dass man da ein bisschen für arbeiten muss, weil es doch schon ein sehr großer Unterschied ist zwischen dritter Liga. Also ne, ich habe dann ja ein Jahr in der dritten Liga gespielt in Hamburg und ja, da war mir schon klar, dass das nicht gleich so funktioniert. Natürlich ist man dann vielleicht das eine oder andere Spiel traurig, wenn man halt vielleicht irgendwie nicht mit auf der Bank sitzen darf oder keine Ahnung, aber es gehört halt auch dazu. Und ich habe halt immer unheimlich viel Spaß in der zweiten gehabt und war auch ganz dankbar, dass ich da auch immer spielen durfte und dass die mich halt auch immer gut aufgenommen haben. Weil am Anfang ist es ja irgendwie so, also man ist irgendwie nicht fest, also man ist schon fest in der ersten, aber gehört da jetzt nicht irgendwie zu denen, die immer spielen. Und in der zweiten ist man halt eigentlich selten, weil da bist du nie beim Training, weil du immer bei der ersten bist und man ist so ein bisschen dazwischen. Und dann ist das schon schön, wenn man auch in der zweiten oder mit dem zweiten Team eine Mannschaft hat, die einen dann immer gut aufnimmt und man da sich ein gutes Gefühl einfach auch holen kann. Ich habe die zweite ja auch einige Jahre verfolgt und ich hatte immer den Eindruck, dass das immer ein sehr gutes Teamspirit in der Truppe ist. Ja, genau. Also so habe ich das auf jeden Fall auch wahrgenommen. Und man muss auch mal sagen, ist vielleicht ja auch nicht immer so ganz einfach. Also die von oben kommen halt immer runter und werden dann wem irgendwie so vor die Nase gesetzt, so nach dem Motto, und sollen dann da ihre Spielzeiten sammeln. Was ja auch so gewollt ist und was auch so gehört, weil irgendwo musst du ja dann mal, ne, spielen, wenn du in der ersten nicht so viel spielst. Und irgendwie musst du ja auch die Spielpraxis bekommen, das geht auch nicht anders. Sonst stehst du auf einmal da, kommst ins Spiel oder musst vielleicht komplett auf einmal spielen und hast so gar keine Spielpraxis. Genau, das geht natürlich nicht. Aber ich, also wie gesagt, ich wurde in der zweiten immer super aufgenommen und mir hat nie jemand irgendwie übel genommen, wenn ich dann gespielt habe. Ich hatte immer das, also ich hatte da immer ein gutes Gefühl und hatte immer das Gefühl, ich bin willkommen. Und das ist natürlich halt dann auch für jemanden, der dann vielleicht immer von oben runterkommt und dann irgendwem den Platz wegnimmt, halt schon auch einfach, wenn du dann so gut aufgenommen wirst. Ne? Ja, das wirklich. Man weiß natürlich nicht, wie die Torhüter selbst so gedacht haben, aber es war ja gang und gäbe bei der zweiten. Ja, genau, aber ich habe mit denen auch immer noch teilweise guten Kontakt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mir das da irgendwer übel genommen hat oder so. Ich denke, wäre ja auch blöd, weil das kann man dir ja nicht übel nehmen. Das stimmt. Und ich denke mal, die faire Chance hat ja trotzdem jeder. Wenn ich die Leistung bringe, ja, auf jeden Fall. Dann kann keine Julia Renner von oben runterkommen und den Platz wegnehmen. Ja, genau. Das ist einfach so. Ich erinnere mich noch, was wir uns kennengelernt haben. Das war übrigens ein Spiel, was auch ganz interessant war. Da gab es nämlich einen Stromausfall in deiner alten Heimat. In Ock. In Aufschlag. Aufschlag. Ja. Da hattest du bei der zweiten ausgeholfen. Ja. Und da erinnere mich noch ganz gut, ich weiß nicht, warum ich mich gerade an das spiele, aber für den VfL lief es gut bis zum Stromausfall. Und dann wurde das Spiel noch verloren. Oh, da kann ich mich echt gar nicht mehr dran erinnern. Ja, du hast ja viel mehr Spieler als ich. Genau. Ich weiß noch, dass das immer, also so zu einem alten Verein zu kommen, ist ja immer so ein bisschen was Besonderes, weil dann will man irgendwie sich, keine Ahnung, ich glaube, jeder will sich dann halt irgendwie besonders gut so präsentieren. Aber ja, also da kann ich mich gar nicht mehr genau dran erinnern. Ist auch schon ein bisschen her, glaube ich, ne? Ja, da war noch Patrice Trainer. Oh ja, ist schon ein bisschen her. Ja, frag mich nicht, warum ich mich genau gerade da dran erinnere, aber ja. Erinnerst du dich noch an dein erstes Bundesligaspiel? Das wurde ich schon ein paar Mal gefragt. Und daraufhin habe ich halt Kim Birke gefragt, weil die sich wirklich gefühlt immer an alles erinnert. Die kannst du irgendwie fragen, keine Ahnung. Wann hast du in der 43. Minute Tor geworfen? Und dann weiß sie das ungefähr. Aber irgendwie... Nee, kann ich wirklich nicht sagen. Otto Ulrich Balz hat mir das dann rausgesucht. Ich glaube, das war irgendwie im Oktober 2005. Ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen wen, aber ich habe dazu keine Bilder leider. Also im Kopf meine ich jetzt. Also hat sich jetzt nicht so eingeprägt, dass das für immer... Nee, irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil einfach zu viele nachgekommen sind. Ich denke mal, einer, der nur 2-3 Jahre Erste gespielt hat, der kann das vielleicht eher noch. Ja, das glaube ich auch.
Weil ich meine, wie viele Spiele können wir jetzt mal hochrechnen? 17 Mal sind wir mit. Viele. kam schon ein paar zusammen. Hast du mal einen größeren Verletzungsausfall gehabt während der Zeit? Nee, zum Glück nicht. Da bin ich auch ganz dankbar für. Also ich hatte mir immer die Mittelhand gebrochen und ich habe mir immer das Nasenbein gebrochen. Ja. Aber das waren alles so Sachen. Und ich habe auch mal einen Bänderriss, aber das waren alles so Sachen, die sind ja in ein paar Wochen abgehandelt und die verheilen ja auch einfach wieder und sind dann hinterher einfach weg. So, also davon her bin ich echt ganz zufrieden und bin, glaube ich, durch meine Karriere da auch echt ganz gut mit durchgekommen, ohne da jetzt irgendwie größere Ausfälle gehabt zu haben. Ja, ja. Das ist. Du hast natürlich den sportlichen Erfolg gehabt, dann hast du aber auch diesen, wie soll man sagen, diesen kleinen emotionalen Absturz auch durch den Sponsor, der dann auf einmal weggebrochen ist, wo ja alle nicht wussten, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Ja. Ja, zu der Zeit war das noch so, da muss ich auch sagen, da war das, also ich finde, wir sind mannschaftlich immer, also ich bin jetzt ja lange hier, mannschaftlich immer sehr geschlossen gewesen und ich glaube, das ist auch die Stärke des VfLs. Ich glaube auch deswegen, also zu der Zeit war das natürlich sehr kritisch, aber ich muss sagen, ich hatte immer ein gutes Gefühl so mit dem Zusammenhalt und es haben dann ja auch wirklich viele für die Mannschaft quasi auf Teile ihres Gehalts verzichtet, damit wir dann überhaupt noch irgendwie so bestehen bleiben konnten. Und da muss ich sagen, weiß ich nicht, finde ich, kann man dem Team, was damals dann da war, auch echt großen Respekt zollen, weil ich glaube, das würde nicht jeder unbedingt so machen. Nö, das ist ja wahrscheinlich der Vorteil, dass der VfL auch nicht diese, sag ich mal, Superstars hat. Ja, das kann natürlich sein. Und also wie gesagt, das war schon recht kritisch damals zu der Zeit. Aber wie gesagt, ich fand, wir haben immer alle ganz gut zusammengestanden und dadurch, ja, war das jetzt nicht so, also hatte ich persönlich oder wir, glaube ich, so mental, also natürlich hatten wir irgendwie dann so einen Einbruch, aber es war nicht so, dass wir gedacht haben, oh, es geht jetzt gar nichts mehr. Wir haben irgendwie gedacht, ja, irgendwie finden wir eine Lösung und wir machen das schon zusammen und hat dann ja im Endeffekt auch, ne, auch geklappt. Auch wenn es natürlich nicht so einfach war in der ersten Zeit, aber hat ja gut funktioniert. Mhm. Gab es mal einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, du willst weg? Na, also was heißt, ich will weg? Ich wäre gerne mal ins Ausland gegangen, einfach weil ich gerne mal ins Ausland gegangen wäre, nicht weil mir das hier nicht gefallen hat oder so. Und ja, aber jetzt so im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh. Also ich weiß ja nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich jetzt wirklich mal. Ich wollte zum Beispiel schon als Kind, ich wollte irgendwie einfach gerne mal in Dänemark spielen. Mhm. So. Ich weiß nicht, ist halt so ein Kindheitstraum so gewesen quasi. Ja, ich quasi, sag mal, Frauenhandball, ne? Dänemark. Ja, das genau, ist und das war halt so und ich wollte das gerne mal. Und es hat sich aber auch irgendwie nicht, also es hat sich da noch nicht ergeben, jedenfalls nicht so, dass es für mich gepasst hätte. Und im Endeffekt bin ich super froh, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mhm. Weil, also sonst hätte ich jetzt auch nicht das, was ich hier habe. Und dafür bin ich halt auch wirklich dankbar. Und ich meine, natürlich, vielleicht wäre ich mal ins Ausland gegangen, wäre es da auch gut gelaufen, das weiß ich natürlich nicht. Man aber kann im Endeffekt, spekulieren jetzt. Ja, ne? Genau. Bin ich halt einfach froh mit dem, was ich jetzt habe und bin auch froh, dass ich das so gemacht habe, wie ich das gemacht habe. Vor allen Dingen, da du dir hier auch eine berufliche Zukunft aufbauen konntest, wäre mit Dänemark vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Das ist auch so, ja. Ich kenne es selber, ich war 5 Jahre im Ausland, in Norwegen. Ah, ja. Oh, schön. Das ist dann schon schwierig. Gewisse Sachen, wie jetzt das, was ich hier journalistisch mache, hätte ich wahrscheinlich gar nicht hingekriegt. Ne? Ne? Das, ja. Weil das doch schon mit der Sprache... Bisschen anders ist. Etwas anders ist. Ich konnte mich zwar mit Spielern wie Marlene so gut unterhalten, aber dann im journalistischen Bereich, dann hat es jetzt dann doch nicht gereicht. Mhm. Ne? Und das ist halt dann, ja, so bist du dann hier richtig zu Hause. Ja, genau. Ja, das habe ich auch immer, das hätte ich früher nie gedacht. Ich habe immer gesagt, ich möchte wieder nach Hause. Also ich komme ja aus der Nähe von Kiel aus Labö. Ich möchte immer unbedingt wieder nach Hause. Das ist dann für mich irgendwie von Anfang an fest. Also irgendwann war kein Zeitpunkt. Aber mittlerweile ist halt Oldenburg irgendwie zu meinem Zuhause geworden. Ne? Ich habe jetzt meine Freunde und das ganze Umfeld. Ich kenne mich hier aus. Wie gesagt, es ist einfach also auch so vom Herzen her jetzt auch mein Zuhause. Schade ist natürlich, dass meine Family ein bisschen weiter weg wohnt dann. Muss ich halt schon ein paar Stunden hinfahren, so 2, 3. Aber genau. Aber du lebst ja eigentlich fast schon genauso lange in Oldenburg wie ja, du. Ja, genau. Das ist auch krass. Das habe ich mir letztens auch überlegt. Das ist und welchen Einfluss für dich hatten auch immer die Fans? Also ich muss sagen, unsere Fans sind ja auch immer sehr herzlich und sehr irgendwie unterstützend dabei. Und es ist jetzt auch wirklich großartig gewesen. Es fahren wirklich in der Woche auch welche von unseren Fans nach Metzingen, um uns beim Spiel zu unterstützen. Also ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Und
Also das finde ich einfach großartig, ne? Dass man so eine Unterstützung dann irgendwie auch erfährt. Auch hier in der Halle ist es natürlich, also wir haben eine total schöne Halle, aber auch diese total schöne Halle ist ja nur total schön, wenn halt auch die Fans auch dabei sind, ne? Und immer dann eine Stimmung mitmachen. Am Ende der Karriere noch feststellen musstest. Genau. Wie es ist, vor leeren Publikum. Ja, genau, das mit Corona war nicht so schön. Aber ich bin ganz dankbar, dass es ja jetzt so ein bisschen zumindest, ne, dass zumindest wieder Zuschauer in die Halle durften. Das wäre für mich auch wirklich grausam gewesen, wenn ich jetzt hätte vor leeren Rängen mein letztes Spiel machen müssen. Ja, dann hättest du noch ein Jahr dranhängen müssen. Ja, wahrscheinlich hätte ich das wirklich gemacht, weil das ohne Publikum ist halt, also das ist halt anders. Ist nicht, ne? Das ist, nee, das ist anders. Das ist nicht das Gleiche. So. Ich sag mal, eigentlich, man fängt ja als Handballer jeder fast an ohne relativ großes Publikum. Aber wenn man dann mal, ich sag mal, davon gekostet hat, dann kann man sich schon ganz gut daran gewöhnen, oder? Auf jeden Fall. Das ist irgendwie auch, ich weiß nicht, ob Leute, die nicht so Sport machen oder so, das irgendwie nachempfinden können. Aber es ist wirklich so, wenn du in so eine volle Halle reinläufst, ne? Und zum Beispiel, wenn bei uns dann das Licht ausgeht und die haben alle ihre Leuchtstäbe in der Hand, das ist einfach, das kann man irgendwie auch schlecht beschreiben. Das ist irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl, was ich auch nicht denke, was man irgendwo anders bekommen kann. Also das ist halt vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber so gibt es das halt dann nur im Sport quasi. Mhm. Ja, vor allem, weil man merkt, die machen es ja für dich auch. Ne? Genau. Das ist Vorteil bei euch ist ja auch, die Fans sind nicht so aufdringlich, wie das in manchen anderen Sportarten ja der Fall ist. Ne? Ja, nee, das ist ganz gut. Also ich glaube, sie würden nicht unser Feld stürmen, wenn wir irgendwas. Das ist schon noch ganz in Ordnung. Ja, ich kann mir auch vorstellen, ich weiß es, ich habe es auch gehört von manchen, dass einigen Sportlern auch Angst und Bange wird, wenn sowas passiert wie jetzt beim VfB. Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Weil dann doch die Fans dann etwas distanzlos werden. Genau. Und, da können wir uns auf jeden Fall wirklich nicht beschweren. Und unsere Fans benehmen sich auf jeden Fall gut. So. Dafür sind ja auch bekannt eigentlich. Genau. Und die Gäste kommen ja auch immer gerne nach Oldenburg. Ja, das denke ich auch. Deswegen sind ja auch sehr viel gediegenere Leute. Das stimmt, aber man muss auch sagen, mittlerweile haben auch viele, auch gerade Kinder oder ne, die jetzt, sagen wir mal, Jugendliche oder so, finden jetzt auch immer mehr auch in die Halle und das ist halt auch schön. Ne? Mhm. Also es hat halt beides auch irgendwie was für sich und so ein guter Mix ist, glaube ich, ganz gut auch fürs Team. Was war denn dein schönster VfL-Moment? Also es ist irgendwie noch so, vielleicht ist es auch einfach, weil das noch nicht so ganz lange her ist. Der Pokalsieg 2018 war natürlich irgendwie halt schon auch mega das Highlight, weil irgendwie, also das war halt einfach so überraschend, dass... Hat keiner mitgerechnet. Ja, genau. Und wir waren irgendwie einfach selber so von uns überrascht, dass wir irgendwie gar nicht... Und da habe ich noch so viele Emotionen zu und so viele Bilder noch vor Augen. Das, also wie gesagt, das ist jetzt ja auch ein bisschen der Pokalsieg, sagen wir jetzt mal, der noch so am nächsten dran ist. Aber das war schon auf jeden Fall einer der Momente, wo ich sagen würde, ja, das war schon echt ein Highlight auf jeden Fall. Ja, ich meine, es war natürlich das erste Jahr nach Leszek, wo viele geunkt haben, oh, wie soll das jetzt gehen ohne Leszek? Ja. Da war das natürlich mit dem jungen Trainer, den auch noch keiner kannte. Da hat keiner mit gerechnet, dass ihr auf einmal im Pokalfinale seid. Ja. Ich meine, dass du natürlich anschließend zur besten Torhüterin des Turniers gewesen. Das war für mich natürlich auch total schön, das muss man auch mal sagen. Passiert aber ja auch nicht so häufig dann, ne? Ja, das ist so. Vor allen Dingen standen ja auf anderen Seiten auch Nationaltorhüterinnen. Genau. Und dann fühlt man sich natürlich irgendwie noch mal besonders, das ist wirklich so, dann fühlt man sich natürlich noch mal besonders geehrt, wenn du weißt, dass deine Gegenüber halt auch einfach richtig gut sind. So. Ja, das ist jetzt keine, ja. Ja, genau. Ja. Das ist, ja, jetzt bis 17 Jahre ist schon eine Hammerzeit, ne? Ja. Das ist, ich muss das jetzt einfach fragen. Es gibt Leute, die weniger für ihren Verein gespielt haben, auch weniger Pokale. Abschiedsspiel, Trick unter der Decke. Wäre schon schön gewesen, oder? Ja, wäre auf jeden Fall schön gewesen. Aber ich finde, dann geht es nicht unbedingt jetzt nur um mich und um meine Person in dem Sinne, sondern einfach so ein bisschen darum, so Gleichstellungsmerkmale sozusagen. Mhm. Warum kriegen die Männer das beim Basketball und die Frauen dann vielleicht beim Handball nicht? Ja, nicht, dass wir genauso viel dafür tun. So. Ich wollte sagen, nicht, dass wir es, wir sprechen ja von Ricky Poulding. Ja, nee, der hat das auf jeden Fall verdient, gar keine Frage. Also, ne? Aber der hat das auf jeden Fall verdient.
Ja, aber es wäre natürlich schon eine Anerkennung. Ich meine, speziell das mit dem Abschiedsspiel, vielleicht kriegt man es ja noch hin. Mal schauen. Aber erstmal habe ich jetzt echt meinen schönen Abschied gehabt beim Final Four. Und auch, wie gesagt, mein letztes Spiel, das war auch richtig, richtig schön. Und damit, also bin ich jetzt auch erstmal dann so zufrieden und kann das wirklich auch dankend annehmen. Und genau. Ja, das denke ich mir. Ich denke, du kannst zufrieden auf deine Karriere zurückblicken. Ich denke auch. Da ist, denke ich mal. Und interessant ist wirklich für viele Fans auch ungewohnt. Die meisten kennen eigentlich gar nicht mehr eine Mannschaftsausstellung ohne Julia Renner. Also du wirst wenig Zuschauer in der Halle haben, die das nicht kennen. Das kann gut sein, ja. Für mich wird das auch verrückt, wenn ich erst das erste Spiel auf der Tribüne zugucken muss, glaube ich. Oder zugucken darf, je nachdem, wie man es dann vielleicht in dem Moment empfindet. Wie man es jetzt sieht. Aber genau. Ich denke mal, wahrscheinlich werden dir dann schon nur die Hände und Füße jucken. Ne? Ja, doch, das glaube ich auch. Die ersten Spiele wären, glaube ich, hart. Aber habe ich mir so ausgesucht, dann ist es auch völlig in Ordnung. Irgendwann ist Schluss. Genau, irgendwann das ist einfach Zeit. So. Ich meine, und ich denke mal, du gehst jetzt zu einer Zeit, wo du wirklich mit deinen besten Leistungen abgeliefert hast. Und wie sagte mal jemand zu mir, bevor ich anfange, mich lächerlich zu machen, ich glaube, das wird wahrscheinlich eher nicht passieren, aber besser so zu gehen, als dass man nur noch auf der Bank sitzt. Ja, ich habe mir das jetzt selbst so ausgesucht und ich glaube, ich habe einen guten Zeitpunkt gefunden. Auch mir geht es körperlich ja auch noch ganz gut. Also das eine oder andere Wehwehchen ist natürlich dabei, aber ich glaube, ich kann jetzt immer noch gut weiter Sport machen, ohne dass ich jetzt irgendwie mich nicht mehr bewegen kann oder so. Das war mir halt auch wichtig, weil es gibt halt ja auch einfach noch ein Leben nach dem Handball. Und ob das jetzt ist oder in 2 Jahren später, auf jeden Fall wollte ich das gerne selbst entscheiden. Und ich glaube, ich habe jetzt einen guten Zeitpunkt gefunden für meinen Körper und auch für meine mentale Verfassung sozusagen, sage ich mal. Und davon her bin ich da ganz fein mit. Musstest du lange überlegen oder war das auf einmal, wo du sagst, okay, jetzt ist ein Zeitpunkt, jetzt... Ich muss sagen, mir ist es doch relativ schwer gefallen, wirklich auch aus dem Grund, vielleicht auch, weil man ja noch nicht wusste, wie das mit den Zuschauern ist und wie die Saison jetzt so läuft und so. Also ich habe mich damit schon sehr schwer getan. Aber als die Entscheidung dann stand, war ich damit auch schnell dann so zufrieden. Dann war das so und dann war das für mich auch okay so. Hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht trotzdem auch mal traurig ist, so darum. Nein, das ist klar. Aber trotzdem... Ja, bin ich fein mit der Entscheidung und war dann auch schnell, also als sie dann getroffen war, was ein bisschen gedauert hat, war ich dann relativ schnell fein damit. Und das hat ja ein gutes Ende alles genommen dann noch. Genau. Ne? Also alles gut gelaufen. Würde ich sagen, besser hätte es dann gar nicht passieren können. Genau. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und Gesundheit. Danke. Und du hast ja schon angedeutet, vielleicht sieht man dich ja trotzdem in irgendeiner Form beim Handball wieder. Ja, doch, ich werde auf jeden Fall was im Verein machen und werde dem Verein auch treu bleiben und will auf jeden Fall die Spiele auch gucken, auch wenn es mir am Anfang schwierig oder schwer fällt. Aber man wird mich, glaube ich, das ein oder andere Mal noch sehen, ja. Ja, dann alles Gute für dich, bleib gesund. Danke gleichfalls. Ja, ich versuche mein Bestes. Und dann sehen wir uns vielleicht demnächst auf der Tribüne. Genau. Auch für mich ein ungewohnter Anblick, dich auf einmal hinter mir anstatt vor mir zu sehen. Ja, das kann nicht sein. Aber schauen wir mal. Genau. Ja. Danke. Danke. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Ein kleiner Rückblick auf 17 Jahre Handballkarriere auf hohem Niveau. Ich denke mal, Sie werden Julia im Tor genauso vermissen wie ich auch. Und ja, vielleicht sehen wir. Vielleicht gibt es ja auch mal einen Tatjana-Moment mit Julia noch. Bleiben Sie sportlich und gesund. Tschüss.